Am Anfang hat die neue Kommission sehr große Ankündigungen gemacht, nationale Silos im Urheberrecht einreißen. Das, was sie jetzt diese Woche vorgestellt hat, ist eher ein Reformchen. Ich werde versuchen, sie jetzt dazu zu ermutigen, doch wieder etwas ambitionierter zu werden. Denn letzten Endes wird es kein funktionierendes Urheberrecht geben, wenn die Leute das nicht verstehen. In der europäischen Politik gibt es im Vergleich zur nationalen Politik weniger öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist auf der einen Seite problematisch, weil es heißt, dass Lobbyismus einen sehr großen Einfluss hat, aber es ist auf der anderen Seite auch eine Chance, weil eben auch Gruppen mit vergleichsweise kleinen Mitteln dort ziemlich viel erreichen können. Insofern lohnt sich es auf jeden Fall, wenn sich die netzpolitische Community zusammenschließt und sich aktiv in die Debatte um die Urheberrechtsreform einmischt.